Hallo liebe Hello Kitty Freunde! Im heutigen Video machen wir gemeinsam leckere und farbenfrohe Cake Pops, die an Hello Kittys Freunde Keroppi und Batsmaru erinnern. Schauen wir uns gleich mal an, was wir dafür alles brauchen. Rührkuchen ca. 400 Gramm, 4 Esslöffel Buttercreme oder Marmelade, weiße und dunkle Schokolade, Lebensmittelfarben, Zuckerpaste in verschiedenen Farben, Minzbonbons, Schokoladentropfen, farbiges Schleifenband, Stäbchen für Cake Pops, Backpapier. Für diese fantastischen Cake Pops brauchen wir ca. 400 Gramm Rührkuchen. Ihr könnt aber auch Kuchenreste oder abgepackte Teigwaren verwenden. Zuerst nehme ich eine relativ große Schüssel und zerbrösele den Rührkuchen darin mit den Fingern. Falls die Kruste des Kuchens zu trocken oder hart ist, müsst ihr sie entfernen. Nachdem ich den Rührkuchen vollständig zerbröselt habe, füge ich 4 Esslöffel Buttercreme oder alternativ eure Lieblingsmarmelade hinzu. Die Buttercreme gebe ich nach und nach hinzu und beginne dann mit einem Löffel alles miteinander zu vermischen. Ich gebe die restliche Buttercreme hinzu und bearbeite dann den Teig weiter mit den Händen, bis er gleichmäßig und kompakt aussieht. Jetzt könnt ihr eine kleine Portion des Teigs abnehmen und daraus kleine Kugeln formen, die etwas größer als eine Walnuss sind. Ich rolle den Teig mit den Fingern und lege die Kugeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Sobald ihr genügend Kugeln gemacht habt, stellt ihr das Blech für etwa eine halbe Stunde in den Gefrierschrank, damit der Teig abkühlt und fest wird. In der Zwischenzeit nehme ich eine Tafel weiße Schokolade und zerbrösele sie in einer Schüssel in kleine Stücke. Dann schmelze ich die Schokolade, indem ich sie für ein paar Minuten in die Mikrowelle stelle. Für die Cake Pops braucht ihr Lutscherstangen wie diese hier oder andere Holzstäbchen. Ich nehme ein Stäbchen und tauche die Spitze in die geschmolzene weiße Schokolade. Danach steche ich es in der Mitte der Kugel. Diesen Schritt wiederhole ich für alle Kugeln, die wir zuvor gemacht haben. Dann stelle ich das Blech für etwa eine halbe Stunde in den Gefrierschrank, damit die Schokolade fest wird. Jetzt können wir mit dem Verzieren der Cake Pops weitermachen. Dafür nehme ich einen Teil der zuvor geschmolzenen weißen Schokolade und färbe sie mit grüner Lebensmittelfarbe. Ich verrühre alles, bis die Masse eine gleichmäßige Farbe hat. Und tauche die Cake Pops hinein, bis sie vollständig bedeckt sind. Die überschüssige Schokolade könnt ihr durch vorsichtiges Schütteln des Stäbchens entfernen. Danach stellt ihr es in ein Glas und lässt es ruhen. Um Keroppis Augen zu machen, nehme ich 2 weiße Minzbonbons und befestige sie mit weißer Schokolade auf dem Cake Pop. Die Pupillen zeichne ich mit der dunklen Schokolade. Mit der farbigen Zuckerpaste füge ich noch ein paar Details wie den Mund und rosa Wangen hinzu. Für die Cake Pops, die an Batsmaru erinnern, brauchen wir hingegen dunkle Schokolade, die wir in der Mikrowelle schmelzen können. Ich füge noch etwas schwarze Lebensmittelfarbe hinzu, um das Ganze noch dunkler zu machen. Und überziehe den Cake Pop wie schon zuvor mit der Farbe. Jetzt nehme ich ein paar Schokoladentropfen und klebe sie mit der geschmolzenen Schokolade oben auf dem Cake Pop fest. Das Ganze tauche ich erneut in die dunkle Schokolade und lasse es dann für ein paar Minuten ruhen. Jetzt können wir aus der farbigen Zuckerpaste die Augen und den Mund formen. Wenn alle Cake Pops fertig verziert sind, müsst ihr nur noch dieses hübsche bunte Schleifenband anbringen und sie euren Freunden anbieten.
Ich bin sicher, Sie werden begeistert sein. Werdet auch ihr Freunde von Hello Kitty, abonniert den Kanal und klickt auf Gefällt mir.